Liebe Freunde der großen und kleinen Bahn, lange genug hat es gedauert. Jetzt schauen wir uns mal das Fremo-Treffen in Dreiskamuckern bei Leipzig an. Das ist ja immer mein traditionelles Haupttreffen oder Heimtreffen. Wir hatten ja vorher auch ein bisschen eine Diskussion, was so die Besucher angeht. Das würde ich dann aber mal noch in dem nächsten Teil besprechen. Wir suchen uns heute mal den kleinsten Bereich aus, also den kleinsten Teil des Arrangements. Ich blende das hier schon mal ein. Das ist also dieser rote Bereich und das ist unsere Schmalspurbahn. Das ist also H0E nach Vorbild der sächsischen Schmalspurbahnen. Wir gehen das Ganze mal ab. Wir haben hier den Bahnhof Clausthal. Da ist der jetzt hier zu sehende hintere Bereich, wenn dann die Kamera mal ein bisschen rumschwenkt. Der Schmalspurbereich, also die hinteren Module und dieser Bereich, das schauen wir uns dann im Verlauf des Videos noch etwas genauer an. Dann haben wir hier ein Stück Strecke, das im Vordergrund, das schauen wir uns auch noch im späteren Video an. Dann haben wir hier den Bahnhof Helbigsdorf. Und dann noch ein kleines Stück Strecke. Und dann haben wir hier, kommt gleich, den Bahnhof Garsedach. Ich vermute mal, dass das der Gleisbahn dann von Garsebach ist. Den gibt es ja, oder gab es ja in Sachsen, diesen Bahnhof. Ja, hier haben wir noch ein paar schöne Fotos, diesmal von der anderen Seite. Das ist jetzt hier wieder Clausthal. Jetzt ist hier der Schmalspurteil auf der rechten Seite. Und hier eine sächsische 4K, die hier vor einem Güterzug steht, wo aber gerade ein Wagen abgekuppelt wird. Das schauen wir uns auch gleich noch genauer an. Auf der Strecke war dann jeweils, so wie ich es gesehen habe, immer ein Personenzug unterwegs, der hier gerade in Helbigsdorf ausfährt. Jetzt muss ich erstmal kurz auf die Lok gucken, dass ich nichts Falsches erzähle. Ja, das ist auch eine 4K. Und es war meist ein Güterzug unterwegs mit einer Lok, die, sagen wir mal, nicht so einen großen Bekanntheitsgrad hat, die ich aber wirklich sehr toll finde. Das ist, wäre die Nachfolgelok der 4K gewesen, die 5K, die sich allerdings im Vorbild nicht so bewährt hat. Man wollte also von diesen Drehgestellen weg, weil die doch sehr wartungsaufwendig sind. Und hat es aber leider nicht mit der neueren Lösung, mit der sogenannten Clean Lindner Hohlachse, die hier also verbaut ist bei der Lok, die hat einen Außenrahmen. Und das erste und letzte Achse ist also die sogenannte Clean Lindner Hohlachse. Und das erwies sich dann aber auch als sehr wartungsintensiv und deshalb haben diese Loks eben nicht sehr lange gelebt. Ja, hier gibt es Rangierarbeiten. Wir haben ja gesehen, der ist also mit einzelnen, mit also drei Güterwagen, wenn ich das jetzt hier richtig zähle, und einem Rollwagen hier eingefahren und nimmt jetzt hier noch zwei weitere mit. Das sind also die Regelspurgüterwagen. Das ist eine Geschichte, die so ab 1900 eingeführt wurde, dass man also nicht mehr umgeladen hat, sondern dass man einfach die Regelspurwagen
auf diese Rollwagen gestellt hat und dann auf der Schmalspurbahn damit umher gefahren ist. Also Lieblingslok hin, Lieblingslok her, sie sollte schon fahren. So, und wie das beim Fremer üblich ist, sind das natürlich hier, werden die natürlich nicht spazieren gefahren, was schön aussieht, sondern jeder dieser Wagen, also auch die Schmalspurwagen vorne, haben ein ganz bestimmtes Ziel. Da wollte sie scheinbar nicht so ganz die 5K, aber das ist, ich weiß nicht, an welchem Tag ich das gefilmt habe. Es ist einfach so, wenn die Lokomotiven 3-4 Tage lang ununterbrochen unterwegs sind, dann brauchen sie dann doch mal ein bisschen Pflege. Das ist nicht so wie an der Heimanlage, wo man sich dann mal 1-2 Stunden hinsetzt, sondern die fahren hier wirklich nonstop, stundenlang. Der Grund für dieses Manöver übrigens, ne, hat ja die beiden Wagen im Ladegleis an den Zug gehangen und fährt natürlich nicht aus dem Ladegleis aus, weil das so eben von den Bestimmungen her nicht vorgesehen ist. Das liegt jetzt nicht am Fremo, sondern das liegt am Vorbild. Sondern der rangiert um, der Zug, in ein Gleis, wo er also ausfahren darf. Und das ist eben hier das Gleis, aus dem wir jetzt hier sich in Richtung Glastal bewegt. Bewegen sollte. Er hat gerade wieder gestockt. Dass die Wagen auf den Rollwagen so hin und her rollen, ist eigentlich so nicht vorgesehen. Da weiß ich aber nicht, ob man da jetzt, da bin ich jetzt zu wenig Fachmann, weil ich bin hier bei der Schmalspurbahn nur jemand, der das beobachtet. Also ich fahre da nicht mit. Und habe das hier alles nur gefilmt. Ja, Zug ist in Glastal angekommen. Jetzt geht es darum, hier die Wagen zusammen und auseinander zu kuppeln. Ja, wir haben also zwischen den Rollwagen haben wir hier solche Stangen. Die sind einfach von oben eingehangen. Man sieht also hier so ein Draht nach oben. Also die werden einfach von oben eingehangen und eben nach oben dann wieder herausgenommen. Also das ist jetzt keine so große Sache. Erfordert natürlich ein kleines bisschen Geschick. Schwieriger ist das hier. Na, das war hier, das sind also die Kupplungen zwischen den Schmalspurwagen. Da gibt es also hier so einen kleinen Bolzen, der dann mit Magnet nach oben rausgezogen wird. Wir sehen das gleich. Hier an diesen beiden Wagen, ne? Also einfach flipp, raus geht wunderbar, aber rein ist dann, naja, nicht ganz so einfach, vor allem wenn man das Handy in der Hand hat und dann versucht hier einhändig einzukuppeln. Ja, und jetzt ist die Frage, wie kommen die Güterwagen, also die Regelspurgüterwagen auf die Rollwagen? Und wieder herunter, das Thema herunter, das sehen wir jetzt gleich. Das Problem ist hier, man sieht, dass hier der Kollege dann ziemlich geblendet ist. Ich habe dann so versucht, immer meinen Kopf dann... Das liegt einfach daran, dass hinter mir ist quasi... sind die Fenster von der Halle und da schien die Sonne sehr extrem rein. Die steht ja in der Jahreszeit relativ tief. Und das erschwert natürlich die Arbeit hier extrem. Ja, dann haben wir hier diese, ja, ich weiß jetzt nicht, wie sich das nennt, also diese kleinen Teile, die wir jetzt hier rausschwenkt, dass sozusagen der Wagen auf dem Rollbock nicht mehr blockiert ist. So, dann fährt man hier vorsichtig ran.
und nimm dann den nächsten raus. Also die nächste Kuppelstange. Kriegst die Stange raus. Das ist alles ein bisschen schwieriger, als man das so, naja, von der normalen Heimanlage kennt. Aber naja, wer schön sein will, muss leiden. Also es ist ein ganz schönes Gefummel, aber es geht, also es gibt Schlimmeres. So, dann wird der letzte Rollwagen noch angeschoben, dadurch, dass die Regelspurwagen etwas länger sind, schiebt quasi der letzte Wagen die anderen beiden. Schon etwas herunter. Ja, dann wird das Gefummel. Also er sieht wirklich schlecht, weil er hier gegen die Sonne. Also das wäre dann sonst ein bisschen eingeübter. Ne? Ja, dann werden die ganzen Wagen runtergezogen. Und die haben jetzt irgendein Ziel auf dem ganzen Arrangement, wo sie dann hinfahren. Und die ersten beiden Wagen, die wir jetzt in dem Güterzug gesehen haben, hinter der Lok, die sind allerdings schon wieder vorgesehen, um hier aufgerollt zu werden auf diese Rollwagen. Das sehen wir jetzt hier auch an der Seite, das sind so Radvorleger, so wurde es mir zumindest genannt von dem Eigentümer dieser Fahrzeuge. Ja, die werden jetzt hier alle runtergeklappt und einer der Rollwagen wird jetzt hier dann auch noch wegrangiert. Und die anderen beiden sollen dann die Wagen aufnehmen, die jetzt gleich wieder aufgerollt werden. Ja, das schauen wir uns jetzt auch noch an. Ja, das ist jetzt ein bisschen der Inhalt dieses Videos, wie wir hier sehen, wie das dann alles so läuft bei der Schmalspurbahn. So, hier wird rangiert, die Weiche wird gestellt und dann fährt der Zug jetzt rückwärts. Wieder in Richtung Rollwagenrampe. So, das sind die beiden Wagen. Einer mit Sand, einer mit Fässern beladen. So, auf der Schmalspurbahn wird jetzt hier die Lok wieder angekuppelt mit so einer Kuppelstange. Der überzählige Rollwagen wurde jetzt woanders abgestellt. Ja, und jetzt kann es losgehen. Achso, jetzt müssen wir erstmal ankuppeln. Hier haben wir wieder diesen Kupplungsbolzen. Das eben nicht so einfach ist, aber gelernt ist gelernt. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, wie es jetzt. Es gibt ja außerhalb des Fremos, gibt es das ja auch Schmalspuranlagen. Da weiß ich nicht, wie da gekuppelt wird. Also ich sehe dann immer bloß irgendwelche Fahrzeuge fahren. Gerade auf Ausstellung, da wird ja eher wenig dann rangiert. Also meistens zumindest. So, jetzt werden auf der Endseite die Radvorleger wieder hochgeklappt. Auf der Seite ist es auch relativ einfach. Auf der anderen Seite ist es natürlich, also bei den extremen Lichtverhältnissen vor allem, dann äußerst schwierig. Ich habe mir angeboten, dass ich es mache, aber irgendwie wollte er das nicht im Video. Aber es war wirklich mit Erschwerden
in erschwerten Bedingungen. Da wollte das einfach nicht. So, hier sind sie schon. Haben wir mal einen Schnitt gemacht. So, jetzt wird das. Werden die beiden Rollwagen auseinandergezogen. Der Sandwagen ist fixiert. Kupplungsstange rein. Ja, und dann muss der andere Wagen noch fixiert werden. Und ja, dann ist das Ganze abfahrbereit. Und die beiden Wagen können dann in den entsprechenden Betriebsstellen zugestellt werden. Ja, soweit, so gut erstmal zu diesen Rangiervorgängen. Mit den Bildern sind wir schon fast wieder am Ende des Videos. Ja, wir haben noch ein paar Fotos hier von Helbigsdorf. Helbigsdorf, na, habe ich schon wieder falsch ausgesprochen. Ja, eine kleine Kohlehandlung. Und so das typisch sächsische Einheits Schmalspur Bahnhofsgebäude. Die gab es aber auch bei der Regelspur, wenn es also da um kleinere Haltepunkte oder kleinere Bahnhöfe ging, oder sowas auch aufgestellt. Ist also auch landschaftlich schön gestaltet, wenn man das jetzt hier an der Seite sieht. Hier nochmal die Kohlehandlung aus einem anderen Blickwinkel. Der sieht so ein bisschen aus, als steht auf der freien Strecke. Weiß ich nicht, ob hier gerade arrangiert wurde. Das ist jetzt ja mittlerweile auch schon ein paar Tage her. Da weiß ich auch nicht mehr genau, was da so im Einzelnen stattfand. Schöner Straßenübergang. Ja, und so diverse Gewässerbauten. Ist auch hier schön gemacht. Ja, bei dem Bild, das ist also hier der Bahnhof Garsedach. Da musste ich einfach mal schwarz-weiß stellen, weil das Foto einfach farblich total verhunzt war durch die Hallenbeleuchtung. Ich habe es einfach nicht hingekriegt, das wieder zu korrigieren. Hier haben wir nochmal den Straßenübergang. Hier ein bisschen Heidekraut, auch schön dargestellt. Und hier noch eine schöne Straßenszene mit wunderschönen Fahrzeugen. Ja, und mit dem Bild möchte ich mich verabschieden für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich wünsche noch schönen Abend und macht was draus und wir freuen uns auf den zweiten Teil.